Es gibt einiges zu besprechen. Wir wollen das tun mit Dr. Klaus Wittmann, General AD. Schön, dass Sie hier sind. Ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen. Ich grüße Sie auch und freue mich, Sie mal wieder hier zu sehen nach 6 tapferen Wochen in der Ukraine. Ach, danke schön, wie lieb. Ja, lassen Sie uns beginnen vielleicht mit dem Sondervermögen. Jetzt ist es im Prinzip von der Ampelkoalition der Union, man hat sich da geeinigt. Wie schnell aber wird die Truppe tatsächlich davon profitieren können? Also zunächst einmal, man hat sich geeinigt, allerdings etwas anders, als es in der Zeitenwende-Rede klang. Diese 100 Milliarden, die sollen offenbar Jahr für Jahr über 5 Jahre zum Aufstocken des Verteidigungsetats auf die berühmten 2% NATO-Verpflichtung benutzt werden, die allerdings der Herr Mützenich gerade im Deutschlandfunk als eine abstruse Kennziffer bezeichnet hat. Ich glaube, wenn die Industrie Planungssicherheit hat, dann kann relativ schnell begonnen werden mit dem, was hier in erster Linie notwendig ist: Tornado-Nachfolge, Nachfolge schwerer Panzerabwehrhubschrauber, Munitionsproduktion, Drohnen und möglicherweise ein neues Raketenabwehrsystem plus dem, was die Marine braucht an neuen Schiffen und die Auffüllung der ausgehöhlten Truppenteile bis hin zu 3 voll ausgerüsteten und ausgestatteten Kampfdivisionen, wie es ja geplant ist in dem Fähigkeitsprofil der künftigen Bundeswehr. Wie wichtig ist dieses Signal auch in Richtung NATO-Partner? Natürlich ist das wichtig. Wir waren ja eigentlich das reichste und größte Land in Europa immer hinten dran mit der Erfüllung dieser Verpflichtung, die schon in Wales eingegangen ist, auf höchster Ebene Staats- und Regierungschefs, und die bei uns immer heruntergeredet wurde und angezweifelt wurde. Und so eine Zahl sagt ja nicht viel aus, wir müssen über Fähigkeiten reden. Natürlich stimmt das, aber sie war eine eindeutige und sichtbare Verpflichtung und wir haben sie nie eingehalten und uns auch gar nicht, wie es beschlossen war, vernünftig in diese Richtung bewegt.